In Berlin steht zurzeit eine Arena mit 4 Tigern und diesen Dienstag am 28. Juni sollen dort Geflüchtete dem Fraß vorgeworfen werden. Moment, was bitte? Über die Hintergründe dieser Aktion reden wir jetzt. Die Aktivisten vom Zentrum für politische Schönheit erpressen zurzeit die Bundesregierung. Sie möchten ein Flugzeug mit 100 geflüchteten Syrern an Bord von der Türkei nach Deutschland fliegen, damit sie hier Asyl beantragen können. Das Problem dabei ist nur leider, wenn eine Fluggesellschaft eine Person ohne Visum, ohne Einreisegenehmigung transportiert, dann muss sie dafür hohe Geldstrafen zahlen. Das Zentrum für politische Schönheit hat deswegen dem Bundestag ein Ultimatum gestellt, bis zu dem sie diesen Paragraphen abschaffen sollen, damit dieses Flugzeug legal fliegen kann. Wenn das nicht passiert, dann wollen sich bis zu 10 Geflüchtete freiwillig den Tigern zum Fraß vorwerfen. Es gab sogar eine Diskussion im Bundestag über dieses Gesetz, aber es ist alles so geblieben, wie es ist. Deswegen müssten die Künstler jetzt eigentlich ernst machen. Okay, aber was steckt jetzt hinter diesen Schlagzeilen und vor allem, was sollen wir davon halten? Was ist der Auslöser? Wenn man beispielsweise aus Syrien flüchten musste, dann hat man hier in Deutschland zurzeit gute Chancen auf Asyl. Das Problem ist leider nur, man muss es erstmal bis hierhin schaffen. Wenn man keine Einreisegenehmigung hat, zum Beispiel weil die deutsche Botschaft in Damaskus geschlossen ist, dann darf einen, wie gesagt, keine Fluggesellschaft mitnehmen. Man muss also irgendwie anders hier hinkommen. Und genau deswegen bezahlen viele Geflüchtete so viel Geld an kriminelle Schlepper, die sie dann irgendwie auf den Weg nach Europa bringen. Sie begeben sich dabei in große Gefahr, denn zum Beispiel die Fahrt übers Mittelmeer ist sehr gefährlich. Allein in diesem Jahr sind schon bis Ende Mai bei dieser Überfahrt 2500 Menschen ertrunken und krepiert, eben weil sie nicht fliegen dürfen. Wer steckt dahinter? Die Künstleraktivisten vom Zentrum für politische Schönheit sind für ihre provokanten Kampagnen bekannt. Letztes Jahr zum Beispiel inszenierten sie Die Toten kommen, wo sie echte Leichen von gestorbenen Flüchtlingen nach Berlin bringen wollten, um sie vor dem Kanzleramt zu beerdigen. Das haben sie zwar nicht getan, aber es gab tatsächlich eine Beerdigung von 2 Menschen auf einem Berliner Friedhof. Das Ziel der Aktion, die Toten dahin bringen, wo man sie sonst nicht sieht, nämlich zu uns. Meinen die das wirklich ernst? Ja, irgendwie schon. In der Infobox habe ich euch mal einen Link zum Livestream vom Tigerkäfig gepackt. Da könnt ihr euch das selber mal angucken. Und auch auf der Website sieht man, dass sie schon per Crowdfunding über 60.000 Euro eingesammelt haben, um dieses Flugzeug zu finanzieren. Aber natürlich wird jetzt hier niemand am Dienstag zerfleischt. Die Arena ist eine Kunstaktion in Kooperation mit dem Berliner Maxim Gorki Theater. Insgesamt ist das Ganze auch sehr zynisch. Auf der Website flugbereitschaft.de kann man dafür abstimmen, welche Familien mitfliegen dürfen und dadurch gerettet werden und welche zurückbleiben und dann sterben müssen. Und was bringt das Ganze dann? Aufmerksamkeit. Ich meine, wir sprechen ja auch gerade drüber. Und jetzt kennt man vielleicht auch diesen Paragraphen 63 des Aufenthaltsgesetzes, eben dieser Paragraph, der den Transport von Geflüchteten ohne Papiere unter Strafe stellt. Natürlich ist diese ganze Aktion heftig und geschmacklos, aber ist nicht der Umgang von Europa mit Geflüchteten noch viel geschmackloser? Unter einem Video habe ich mal den sehr genialen Kommentar gesehen, dass die EU einfach Schiffe schicken könnte, die die Geflüchteten direkt abholen und übers Mittelmeer zu uns bringen. Das Ganze müsste noch nicht mal kostenlos sein, denn viele Geflüchtete geben ja sehr, sehr viel Geld für ihre Flucht aus und das würde auf jeden Fall Tausende von Menschenleben retten. Es gibt keine legalen Wege für Flüchtende hier zu uns nach Deutschland zu kommen und wir alle kennen die Bilder aus Griechenland und aus der Türkei, wo Geflüchtete feststecken und nicht weiterkommen und wo es einfach katastrophale Zustände gibt, aber es ändert sich nichts. Und das Ganze ist ja wohl um einiges geschmackloser als diese Kunstaktion, auch weil eben diese Tiger Schlagzeilen produzieren und der Rest irgendwie nicht mehr. Aber fliegt jetzt dieses Flugzeug wirklich? Und was passiert mit dem Geld, wenn das Flugzeug nicht fliegt? Und was ist mit den Menschen? Was passiert mit denen, wenn die einmal hier angekommen sind? Darf man Gesetze brechen, weil man vielleicht Menschenleben retten könnte? Wird die Arena vielleicht noch geräumt? Wird da wirklich jemand gefressen? Würden wir uns sowas angucken? Ist das zu brutal oder doch weit weniger brutal, als was teilweise auf dem Mittelmeer passiert? Mich würde aber jetzt, und deswegen haben wir dieses Video auch gemacht, eure Meinung zu dem Ganzen interessieren. Ihr könnt gerne hier oben mal abstimmen und auch unten in die Kommentare eure Meinung dazu schreiben und diskutieren. Findet ihr das sinnlos? Findet ihr das geschmacklos? Ist es euch vielleicht egal? Oder es ist eine super Aktion? Alles unten rein und vielleicht kommt ihr auch am Dienstag nochmal wieder, weil dann können wir uns über den Ausgang der Aktion unterhalten. Bis dahin gibt es hier oder hier noch ein weiteres Video über unseren Umgang mit Geflüchteten und hier könnt ihr euch ein Video über den Brexit angucken. Das ist ja auch ein bestimmendes Thema der letzten Tage. Vielen Dank fürs Zuschauen und immer schön weiterstören.